HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Die Königsklasse war zu Gast beim HSV. Die Hymne der Champions League erklang im Volksparkstadion. Wer hätte das vor ein paar Monaten noch für möglich gehalten? Und damit moin und herzlich willkommen zur 175. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs. Wir melden uns zurück aus der Länderspielpause und auch mein Kollege Stefan Walter ist zurück aus dem Urlaub. Moin Stefan. Moin Henrik. Ja, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen und über die Champions League in Hamburg sprechen, müssen wir kurz noch über Elversberg reden. Stefan, du bist ja quasi direkt aus dem Urlaub dann ins Saarland gereist, hast das 1:2 des HSV dort erlebt. Es war der erste Zweitliga-Heimsieg in der Geschichte der SV Elversberg. Was meinst du, warum muss für solche Geschichten immer der HSV herhalten? Ja, provokante Einstiegsfrage. Man hat das Gefühl, dass es immer so ist. In dem Fall aber muss ich ein bisschen einschränken. Ich fand, Elversberg hat wirklich einen guten Ball gespielt und das konnte man auch so erwarten, wenn man vorher ein paar Spiele von denen gesehen hat. Und ich denke, es werden auch noch einige andere Mannschaften dort verlieren. Leverkusen ist es letztes Jahr im Pokal nicht viel besser gegangen. Und ja, einige haben ja schon von Blamage gesprochen oder Vollblamage war ja auch bei den Kollegen mehrfach zu lesen. Lieben Gruß in diesem Sinne, geht raus. Ich fand es nicht so. Natürlich darf man da nicht verlieren, alles keine Frage. Aber am Ende ist es genauso ein Zweitligist wie der andere auch, der einen guten Ball spielt. Und klar, das ist dann natürlich der Name Elversberg, kleines Dorf, 7000 Einwohner, glaube ich, der Ortsteil Elversberg. Da sind dann wahrscheinlich solche Begriffe dann schnell irgendwie da, wenn dann der HSV dann auch kommt und verliert. Er hat natürlich auch, der HSV hat in der Vergangenheit häufiger mal bei diesen kleinen Mannschaften verloren. Das war natürlich auch ein großes Thema jetzt unter dieser Woche. Was meinst du, warum kriegt der HSV dieses Problem mit den vermeintlich Kleinen irgendwie nicht so richtig in den Griff? Ich glaube, ganz wichtig wird jetzt auch das Spiel in Osnabrück sein und erst dann kann man wirklich Rückschlüsse ziehen, ob man wieder nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Dafür reicht mir ein Spiel nicht aus, um jetzt den großen Trend abzuleiten. Dafür braucht man mal mindestens ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Spiel. Aber ja, es stimmt, in der Vergangenheit war es immer so, dass der HSV sich gegen kleinere Vereine schwer getan hat. Vielleicht fällt es dann doch schwer, sich so zu 100% zu motivieren in diesen Spielen und es reicht halt einfach, wenn man mal 5% nachlässt, auch unterbewusst, das muss gar nicht immer aktiv passieren und dann verliert man so ein Spiel. Das hat auch Robert Glatzel diese Woche in einem Interview gesagt, dass da doch vielleicht dann ein paar Prozentpunkte gefehlt haben und genau, dann passiert sowas halt immer schnell. Jetzt hast du schon angesprochen, am Freitagabend geht es gegen den nächsten Aufsteiger, VfL Osnabrück. An der Bremer Brücke war der HSV jetzt auch schon ein paar Mal in den vergangenen Jahren, hat glaube ich dort immer verloren, also zuletzt zweimal dann in der zweiten Liga und dann auch die Pokalniederlage 2017, damals mit Markus Gisdol noch. Du hast gestern mit Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger gesprochen, dem ehemaligen Co-Trainer von Dieter Hecking hier beim HSV, aber auch von Tim Walter bei der U19 und der U21 des FC Bayern. Er ist ja etwas angeschlagen jetzt so nach dem 0:7 in Hannover. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Ist er angriffslustig? Was ja, hat er für einen Eindruck vermittelt? Also ich fand ihn sehr, sehr klar, so ist er mir auch beschrieben worden vorher von Beobachtern, die ihn nun im täglichen Tagesgeschäft miterleben. Er neigt nicht zu Aktionismus, hat auch nicht vor, jetzt irgendwas zu ändern vor dem HSV-Spiel. Er geht das Spiel genauso an wie jedes andere auch. Jetzt kann man sagen, man vermisst dann vielleicht auch ein bisschen die Kreativität in seiner Arbeit. Das kann man so kritisieren. Man kann aber auch sagen, dass es gut ist, dann auch mal bei sich zu bleiben und authentisch vor allem rüberzukommen. Und den Eindruck habe ich zumindest. Bei sich bleiben, das ist ja auch, ja. Ein Begriff, den Tim Walter gerne wählt. Tobias Schweinsteiger ist ja auch ein Trainer, der sehr mutig spielen lassen will. Das ist jetzt in Hannover ziemlich schief gegangen. Glaubst du, dass er gegen den HSV jetzt mit Osnabrück anders spielen wird, dass er vielleicht dann auch die Taktik wählt, sich etwas tiefer zu positionieren und auf Umschaltmomente zu hoffen? Also Osnabrück wird auf jeden Fall tief stehen, so wie eigentlich fast jede Mannschaft, wenn sie gegen den HSV spielt, mit Ausnahme Magdeburgs vielleicht. Natürlich wird er weiterhin versuchen, seinen mutigen Spielstil durchzudrücken, aber eben erst nach Balleroberung. Priorität wird sicherlich haben, defensiv geordnet zu stehen. Dann reicht dann vielleicht auch mal ein gelungener Umschaltmoment. Ihm ist kein Gefallen getan, wenn er den HSV gleich am Anfang einlädt. Auf jeden Fall eine spannende Konstellation am Freitagabend wieder an der Bremer Brücke und von den Kleinen wollen wir jetzt zu den Großen kommen und damit meine ich nicht den HSV, sondern die Champions League, die am Dienstagabend in Hamburg zu Gast war, Schachtar Donetsk gegen den FC Porto. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesen Abend maßgeblich mitorganisiert hat. Er ist nämlich der Direktor für Organisation und Infrastruktur beim HSV und das ist Daniel Nolte. Herzlich willkommen, moin moin. Ja moin, danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich glaube, es ging noch ein bisschen länger, ne? Für dich nach dem Spiel. Wann warst du denn zu Hause? Ja, tatsächlich um 1:30 Uhr abends. Das Spiel geht ja dann, wenn es um 9 Uhr anfängt, schon relativ lange. Und dann gab es noch einen Debriefing, wie es ja in
in Neudeutsch oder in UEFA-Englisch heißt. Das fing dann auch erst an, wenn die Mannschaften abgereist sind. Und dann hat uns der Venue Director, der von der UEFA entsandt wird, dann nochmal zusammengerufen. Und dann wird nochmal besprochen, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Und das dauerte dann bis 1 Uhr und bis man dann zu Hause ist und im Bett liegt. Vielleicht kannst du direkt einmal anschließen, was ist denn gut gelaufen und was ist vielleicht noch nicht so gut gelaufen jetzt für das erste Spiel? Also wir haben sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, man hat es auch gesehen, dass der Ablauf organisatorisch, dass das alles ganz gut funktioniert hat. Also wir haben jetzt keine größeren Dinge gesehen, die jetzt nicht funktioniert haben. Im Kleinen natürlich gibt es immer mal ein paar Themen technischer Natur, die noch optimiert werden können, auch was Abläufe betrifft, also ein ganz anderes Akkreditierungssystem, was da ja im Einsatz ist. Also da ist die UEFA auch nochmal mit ihren eigenen Akkreditierungen unterwegs. Sicherheitsdienst, der da eingewiesen sein muss und ähnliches. Im Detail sind natürlich immer nochmal viele Themen, die besprochen werden müssen und auch optimiert werden können, aber im Großen und Ganzen sind wir echt sehr zufrieden. Kannst du da mal ein Detail nennen, gerade so eine technische Natur, was du gerade angesprochen hast, was ihr noch verbessern solltet in den nächsten zwei Gruppenspielen von Donetsk? Tatsächlich eins, was sogar eure Sphäre betrifft. Man hat gesagt, also unser Presse-WLAN, was wir ja haben, das funktioniert mit so einem Voucher. Und es waren ja auch sehr viele internationale Kollegen wohl da und dieses Voucher-System ist wohl etwas, was in anderen Ländern nicht so häufig mehr vorkommt. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht da eine Veränderung herbeiführen können, also rein technisch auch, dass das Ganze noch vereinfacht ist, was den Login betrifft. Da weiß ich ehrlicherweise noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube auch, dass es immer noch geht mit diesem Voucher, aber das ist zum Beispiel ein so ein Feedback, was man da bekommt, wo jetzt gesagt wird, okay, ist da nicht noch ein bisschen was zu machen. Das Feedback kann ich auf jeden Fall auch aus dem Liga-Alltag geben. Ich glaube, das Thema WLAN. Presse-WLAN ist schon immer ein Highlight. Ein Dauerthema. Ein Highlight, ja. Konntest du denn dann während des Spiels die Partie entspannt verfolgen oder gab es dann schon noch viele Anrufe oder Nachrichten für Dinge, die du dann zwischendurch noch erledigen musstest? Naja, tatsächlich habe ich da die gute Position, dass ich dann während des Spiels nicht in der Einsatzzentrale bin, sondern ich war von den Kollegen von Schachtja Donetsk tatsächlich in deren Loge eingeladen. Die hatten auch eine Loge sich dann genommen und hatten da ihre Mitarbeiter dann und da waren dann auch meine Ansprechpartner der letzten Wochen und Monate und dann hat man zusammen tatsächlich das Spiel geguckt und tatsächlich auch ein bisschen was über die Mannschaft gelernt, weil man sich halt jetzt mit den Spielern bisher auch noch nicht so befasst hat. Also ich hatte tatsächlich, was das Fußballgucken betrifft, einen netten Abend. Ja. Kannst du mal sagen, wer da dann in dieser Loge noch alles so zu Gast war? Also meine Hauptansprechpartner waren der Commercial Director, also Dimitri Kirilenko, der sozusagen derjenige war, mit dem man dann auch die Gespräche geführt hat. Es gibt jemanden, der für die organisatorische Umsetzung auch verantwortlich war. Vadim Gunko heißt der. Zwei, drei Kollegen von den beiden. Das sind so die beiden Hauptansprechpartner gewesen, für die sowohl auf der kommerziellen als auch auf der organisatorischen Seite eigentlich für das Thema zuständig waren. So, für einen großen Hallo-Wach-Effekt sorgt ja auch immer die Champions-League-Hymne ganz am Anfang vor den Spielen. Jetzt wird ja die Beschallungsanlage noch ausgetauscht, aber die Hymne klang ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Auch mit der alten Anlage. Ich glaube, diese Hymne ist einfach cool, die klingt wahrscheinlich mit jeder Anlage gut. Mit der alten, wir sind froh, wenn sie dann demnächst, und das ist wirklich nicht mehr so lange hin, also wir hoffen, dass wir im Oktober tatsächlich, spätestens im November, dann auch mit der neuen Installation durch sind. Und ich glaube, dann ist der Hallo-Wach-Effekt auch nochmal cooler, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, dann müssen wir danach vielleicht mal auch die Hymne einspielen. Ich habe sie gestern kurz aufgenommen mit meinem Handy. Wir können einmal reinhören, wie sich das angehört hat, nach 17 Jahren mal wieder die Hymne im Volkspark zu hören. Das war schon ein schöner Moment, oder? Auch als dann danach der Applaus kam und man schon das Gefühl hatte, Hamburg hat Lust auf die Champions League und diese Hymne schon was Besonderes ist, oder? Wie hast du das dann wahrgenommen? Auf jeden Fall. Ich hatte natürlich bei dem einen oder anderen Rehearsal, das es davor gibt, also einen Probedurchlauf, hatte ich sie schon mal gehört. Deswegen war es für mich jetzt nicht so der erste Moment. Wir standen tatsächlich schon am Tag vorher einmal in so einer Gruppe da unten und da wurde dann dieses Banner-Schwenken dann schon mal geübt und da wurde es auch eingespielt und haben uns aber auch alle schon angeguckt, die da unten waren und haben gesagt, okay, irgendwie schon geil, hier dabei sein zu dürfen.
für den HSV in Hamburg ist es ja echt eine schöne Geschichte. Jetzt ist hier die Champions League in der Stadt, obwohl der Verein ja eigentlich in der zweiten Liga spielt. Der Anlass ist ja aber eigentlich ein trauriger, weil Donetsk nun mal ausweichen muss wegen des russischen Angriffskrieges und ein Stadion gesucht hat. Wie lief denn das Ganze ab? Wann gab es denn die erste Kontaktaufnahme mit euch, mit dir vielleicht auch persönlich? Wann hat sich Donetsk gemeldet und signalisiert, sie würden gerne im Volksparkstadion spielen? Ja, das war so im Juni diesen Jahres. Das ging über Erik Huwe auch, also der erste Kontakt. Das war ein erster Termin, wo wir dann den Kollegen gegenüber saßen und die einfach mal das generelle Interesse abgeprüft haben und mal gefragt haben, wie sieht denn das Ganze aus? Ja, das haben wir uns natürlich angehört und mal geschaut, was da eigentlich gefordert ist. Wir wussten aber auch, und da haben sie auch relativ offen zugegeben, dass sie natürlich auch mit mehreren Stadien sprechen. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Natürlich machen die das jetzt nicht nur mit einem Stadion. Ich glaube, sie haben sehr klar nach Stadien einer gewissen Größenordnung gesucht, die halt nicht im europäischen Wettbewerb gebunden sind. Und Gelsenkirchen war dabei, Düsseldorf auch. Genau, das sind die uns auch signalisiert wurden, mit denen sie auch in Gesprächen sind. Und dann zog sich das jetzt auch über mehrere Gesprächsrunden, dass man sich halt unterhalten hat, angenähert hat. Tatsächlich im August hatten wir dann einen Sidevisit mit den Kollegen der UEFA. Daran hat man schon gesehen, dass wir relativ klar der Favorit sind und da auch zusammenfinden werden, was dann auch passiert ist. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben für Hamburg im Vergleich vielleicht auch zu Gelsenkirchen, was ja auch eine sehr moderne, immer noch Arena ist? Ganz genau weiß ich es nicht, ehrlicherweise. Ich freue mich, dass sie sich für uns entschieden haben. Ich glaube auch, dass wir, genau wie die anderen beiden auch, wir kennen die Kollegen aus Schalke und Düsseldorf als Europameisterschaftsstadien auch sehr gut. Die haben auch tolle Stadien. Vielleicht hat uns auch die Stadt tatsächlich geholfen, Stadt Hamburg. Vielleicht auch die Beziehung Hamburg zur Ukraine. Da werden bestimmt auch noch ein paar Faktoren mitgespielt haben, die wir nicht beeinflusst haben, aber also die Kollegen und ich, die das ganze Thema bearbeitet haben, wir haben uns, glaube ich, aber auch ganz gut verkauft und haben einfach gezeigt, dass wir engagiert sind. Und das dürfte hoffentlich auch ein Teil der Entscheidungsfindung gewesen sein. Du hast gerade schon angesprochen, dass das Feedback der UEFA positiv ausfiel, was die Abläufe im Stadion betraf. Was waren denn die größten Veränderungen in der Infrastruktur, die ihr im Vorfeld durchführen musstet? Es ist schon so, dass man ja sieht, dass das ganze Look and Feel des Stadions ja einmal geändert wird. Also die ganzen Werbepartner des HSV werden ja einmal neutralisiert und dann mit dem Champions League-Logo ja auch überbaut. Das passiert in den Tagen davor. Das ist eine der wesentlichen, auch optisch klar sichtbaren Veränderungen. Dann ist es so, dass der TV-Compound, also da, wo die ganzen Übertragungsfahrzeuge und ähnliches sind, das ist bei einem Champions League-Spiel dann doch nochmal einiges größer als bei uns. Es ist dann auch raus aus dem normalen Bereich auf den Parkplatz gewandert, der da ja angeschlossen ist. Also auch das sind auch mal nochmal größere Anforderungen. Es ist komplett Hawkeye eingebaut worden. Also wir haben ja bei Zweitligaspielen keine Torlinientechnologie verbaut. Das ist ja nur bei Erstligaspielen der Fall. Für Champions League wird die dann wieder eingebaut und bleibt jetzt auch für die Spiele erstmal hängen, obwohl sie dann bei uns im Ligabetrieb keine Rolle spielt. Aber das ist auch nochmal ein Aufwand, der da betrieben wird, um dann auch, sag ich mal, technisch auf dem Stand zu sein, was gefordert wird für so ein Champions League-Spiel. Die Ausgaben, die ihr damit verbunden habt, die sind dann gedeckt mit der Prämie, die man dann halt so erhält, um die Heimspiele auszutragen, oder wird die Rechnung direkt weitergeleitet? Tatsächlich, wesentliche Teile der Ausgaben, die ich gerade beschrieben habe, liegen gar nicht bei uns. Das ist etwas, was die UEFA einbringt dann in dem Moment. Tatsächlich, unsere Aufgabe ist es, ein neutralisiertes Stadion zu übergeben. Also das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Werbung abgedeckt ist in den Bereichen, wo die UEFA nicht mit ihrem eigenen Branding drüber geht. Das ist etwas, was dann bei uns im Endeffekt liegt. Ich sag mal, mit dem Thema, wie der TV-Compound aufgebaut wird, auch Hawkeye, das macht die UEFA selber und auch auf eigene Kosten. Da müssen wir natürlich technisch unterstützen, was so Kabelführung und solche Themen betrifft, aber jetzt nicht, dass wir das selber bewerkstelligen oder auch bezahlen müssen. War die UEFA denn dann von Anfang an dabei bei den Gesprächen oder lief das erstmal nur mit Donetsk zusammen und zwischen euch ist dann auch die Entscheidung gefallen oder hat die UEFA letztendlich dann auch die Entscheidung mitgetroffen? Also die ersten Gespräche sind rein nur bilateral gewesen. Schachtür muss, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch das Stadion benennen, in dem sie dann spielen wollten. Ich glaube, die UEFA wird das auch akzeptieren müssen, aber es wäre jetzt sehr überraschend gewesen, wenn sie natürlich ein Stadion, was nächstes Jahr auch Europameisterschaft spielen soll, jetzt nicht akzeptiert hätten. Und auch dieser Site-Visit, den wir Anfang August waren, der war erstmal durchaus positiv, weil grundsätzlich wir als Stadion ja schon sehr weit und sehr nah dran sind an den Anforderungen, die da eigentlich gefordert sind. Also da sind wahrscheinlich kleinere Stadien auch einfach weiter weg und müssen noch ein bisschen mehr tun.
Die Stadionshow war ja eine ganz andere, als man das jetzt so gewohnt ist, obwohl ja Christian Stübinger auch mit dabei war. Kümmert sich dann die UEFA an diesen Abenden um die Musikauswahl und das komplette Rahmenprogramm oder habt ihr da Mitspracherecht? Das ist eine gewisse Mischung, also tatsächlich diese ganzen Einblendungen, die man so gesehen hat, die ja dann auch so im UEFA CI sind, wo Ergebnisse, Auswechslung und so weiter, das kommt zentral von der UEFA. Da steht dann auch draußen ein Fahrzeug sozusagen, wo das Ganze bespielt wird. Das Ganze drumherum, also die Show selber, das ist auch quasi unser Gestaltungsspielraum zusammen mit Schachtür gewesen, dass wir da sagen, okay, wir wollen aber den Zuschauern hier auch noch ein Programm bieten, was attraktiv ist und was sich natürlich ein bisschen auch angelehnt hat an dem, was wir an unseren Spieltagen machen. Der Stadionsprecher, der dann auf Ukrainisch das gemacht hat, das ist der, der auch normalerweise in Donetsk im Einsatz ist, oder? Das ist so, ja. Mhm. Ja. Was ihr allerdings selbst gemacht habt, natürlich auch in Absprache mit Donetsk, ist der Ticketverkauf, der komplett über dann hsv.de ja auch abgewickelt wurde. Es gab dann ja dieses Modell mit dem Paketkauf, dass man für alle drei Spiele gleich sich ein Ticket sichern konnte. War das eure Idee dann auch oder habt ihr auch all diese Prozesse mit Donetsk dann zusammen euch überlegt? Also das ist gemeinsam entwickelt worden, wobei dass es diese Art von Produkt gibt, das war jetzt wenig überraschend. Das war an beiden Seiten eigentlich klar, dass man so in den Verkauf reingehen sollte. Auch die erste Verkaufsphase war ja auch noch in Unwissenheit der tatsächlichen Gegner und waren ja selber dann auch überrascht und positiv überrascht, dass schon dann 28.000 Menschen in der Phase zugegriffen haben, davon ja auch wesentlich HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Das sind ja die ersten Verkaufsphasen gewesen, in denen wir die Karten angeboten haben. Ja, und dass dieses Paket stattfinden wird, war uns allen klar, dass es so gut angenommen wird, ist etwas, was dann ein positiver Effekt war, den wir gerne genommen haben. Habt ihr dann auch im Team über die Preise entschieden? Wenn ich mich recht erinnere, dann war ja dieses Paket, was du gerade angesprochen hattest, mit den drei Spielen, bei denen man noch nicht wusste, wer der Gegner ist, war ja deutlich günstiger als dann später nach der Auslosung. Für die noch übrigen Karten gab es ja eine deutliche Erhöhung. Wer hat darüber eigentlich entschieden? Es ist schon so, dass man sich natürlich auch darüber austauscht. Jetzt muss man natürlich auch anerkennen, dass wir in dem Moment natürlich eher ein bisschen in die Rolle des Service Providers, sag ich mal, gehen. Also wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wir Schachtür Donetsk die Preise vorgeben würden. Wir haben sie schon beraten, auch was den deutschen Markt betrifft und was man so macht und was man nicht macht. Man muss aber auch sagen, dass sie da auch ihren eigenen Kopf hatten, was das Thema betrifft. Und dann sind die Einnahmen dann letztlich brüderlich aufgeteilt oder werden brüderlich aufgeteilt oder wie läuft das ab? Ja gut, jetzt kommen wir ein bisschen in die Tiefe der Vertragsdetails. Da bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht so ausführlich denn zu etwas sagen möchte, weil man dann natürlich sagen wir, intern eines Vertrages preisgibt. Das macht man, glaube ich, nicht in so einer Beziehung. Aber hier könntest du es schon sagen. Das hört ja keiner zustimmen. Okay. Ein Thema war natürlich dann auch die Stehplätze. Man kennt das ja auch von Länderspielen wahrscheinlich, dass ihr dann die Stehplätze relativ einfach zurückbauen konntet, von 57.000 auf 51.000. Wie lange dauert sowas dann eigentlich? Ist das relativ schnell gemacht, so innerhalb von 1-2 Stunden, dass man da einfach nur die Sitze einmal runterschraubt? Ja, oder wie lange dauert sowas? Also 1-2 Stunden ist ein bisschen zu wenig, aber tatsächlich ist das, was wir im Stadion haben, ist sehr praktikabel im Vergleich auch zu anderen Stadien. Tatsächlich in Dortmund, wo man sehr viel öfter umbaut, ist das Ganze viel, viel aufwendiger, weil bei uns die Stühle ja sogar in der Tribüne sind und nur rausgeklappt werden müssen, während die in anderen Stadien dann extra eingebracht werden müssen. Also bei uns geht das zügig und muss ja auch gehen, weil im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen spielt man ja Samstag, Sonntag noch ein Ligaspiel und muss dann schon unter der Woche spielen und das funktioniert ganz gut und ist bei uns ganz, ganz einfach handhabbar. Jetzt war die Partie ja auch ein bisschen im Probelauf für die 5 EM-Spiele, die anstehen nächstes Jahr im Volksparkstadion. Du hast vorhin schon mal kurz einen Einblick gegeben, dass ihr in technischer Hinsicht noch hier und da was verbessern musst. Gab es denn noch andere Problematiken, die im Hinblick auf die EM aufgefallen sind, wo ihr noch mal ran müsst? Ja, so richtig vergleichbar ist das noch nicht. Also die Anforderungen an eine EM sind dann doch noch mal einiges höher. Deswegen ist es, glaube ich, auch normal, dass wir jetzt ja gerade noch im Modernisierungsprozess sind und da auch noch einiges zu tun haben. Also die Gruppenspiele jetzt der UEFA Champions League, sind die Anforderungen dann auch nicht so viel anders, als was jetzt unsere Liga-Anforderungen betrifft, mit den Besonderheiten, die ich gerade eben so ein bisschen noch ausgeführt habe. Aber da, also die wirkliche Veränderung ist dann tatsächlich nochmal die Euro mit den zusätzlichen Anforderungen, bei denen wir ja gerade in der Umsetzung sind. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal sagen, wie lange du jetzt eigentlich schon beim HSV bist und welche Erfahrung du auch mit internationalen Spielen schon hattest hier.
Relativ wenig. Also ich bin seit 2013 beim HSV, bin damals von Rot-Weiß Essen gekommen. Das war mein erster Job, sag ich mal, im Sportbusiness. Da habe ich damals auch ein Stadion in Betrieb genommen. Die Stadt Essen hat damals ein Stadion gebaut. Wurde HSV gerade? Wurde HSV, genau. Ich war tatsächlich da auch in meinem alten Stadion, sage ich jetzt mal, wieder dann zu Gast jetzt vor ein paar Wochen. Die haben ein gutes WLAN übrigens, ist mir aufgefallen. Hatte ich leider nichts mit zu tun. Schade, da würde ich gerne für mich einkassieren. Nein, aber es ist ja ein tolles Stadion geworden. Ich meine, wenn ihr da wart, ich finde das für einen, damals war es Viertligastadion, jetzt sind sie ja Gott sei Dank in die Drittliga aufgestiegen, ist das ein sehr tolles Stadion, auch eine tolle Stimmung, hat eine super Fanbase. Der Verein ist ein, also gefühlter Zweitligist. Damals natürlich sportlich noch hinter den Zielen hinterher gelaufen. Aber das war so mein erstes, sagen wir, stadionbezogenes Projekt. Und ich freue mich auch, meinen damaligen Chef jetzt am Freitag wieder zu sehen. Das ist nämlich der Michael Welling, der war damals der Vorsitzende in Essen, der mich auch dahin gelotst hat. Und der ist mittlerweile jetzt kaufmännischer Verantwortlicher in Osnabrück. Welche Aufgaben fallen denn genau in deinen Bereich, wenn wir jetzt über die Champions-League-Spiele und auch die EM-Spiele, also die ganze Organisation drumherum sprechen? Es gibt ja beim HSV auch noch den Projektmanager Christian Lenz. Ihr habt sicherlich hier und da ein paar Überschneidungen. Also für welchen konkreten Bereich bist du zuständig? Also wir sitzen tatsächlich in einem Büro, weil wir wahrscheinlich auch so viele Überschneidungen haben. Also vielleicht fange ich bei ihm an. Projektmanagement ist bei uns, sind so große, komplexe Themen, die auch meist bereichsübergreifend sind, die halt in der Linie nicht so einfach zu verorten sind. Und da sind wir echt froh, dass wir mit Christian und seinem Team, also hat noch einen Kollegen, der mich jetzt auch sehr stark unterstützt hat, was das Thema Champions League-Umsetzung betrifft, das ist der Torben Radlau. Die beiden haben die Fügung, dass sie halt sich diesen Projekten widmen können, während bei mir der Linienbetrieb sozusagen aufgegangen ist. Also zu den Abteilungen, die ich verantworte, gehört zum Beispiel das Team Greenkeeping um den Christoph Strachwitz, also die professionelle Rasenpflege bei uns hier im Stadion, Trainingsplätze, das technische Gebäudemanagement, das Stadionmanagement, also tatsächlich die Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltungen, Organisation und Service, da ist so Service Center darunter, der Geschäftsstellenbetrieb und ähnliches. Also das sind so die Themen, die bei mir halt im Regelbetrieb liegen, weswegen dann so Zusatzthemen wie jetzt Schacht Donetsk und auch das Thema Europameisterschaft dann natürlich obendrauf ein bisschen schwieriger zu managen wären, weswegen es ganz gut ist, wenn es dann noch so Projektunterstützung gibt, die einfach dann gucken, weil es dann auch so ein Thema wie Schacht Donetsk ist, geht einmal durch die komplette Organisation, das sind sehr, sehr viele Abteilungen, nicht nur die bei mir originär im Bereich sind, sondern da ist natürlich dann auch noch auch sogar der Kids-Bereich war mit involviert, als es darum ging, jetzt auch die Einlaufkinder und die Beziehung dann auch mit den Flüchtlingseinrichtungen hier in Hamburg. Das NLZ war involviert, als es darum ging, auch Norderstedt für das U19-Spiel mit zu organisieren und solche Themen. Also es ist super spannend gewesen, dass man einmal komplett durch die Organisation damit gearbeitet hat und alle da auch beteiligt waren und sehr, sehr fleißig auch mitgearbeitet haben. Also da muss ich auch all meinen Kolleginnen und Kollegen echt Respekt zollen, mit wie viel Engagement da gearbeitet wurde. Es ist ja ein Zusatzthema noch zu den laufenden Spielbetrieb, Modernisierungsarbeiten und dann kommen noch drei weitere Großveranstaltungen mit Sonderanforderungen. Das ist schon nicht schlecht, was da bewerkstelligt wurde. Also toll. Kann ich bestätigen, ich war ja gestern auch dann im Stadion dabei und bis auf die Akkreditierung, die mal kurz vielleicht noch nicht am richtigen Platz waren, fand ich, waren die Abläufe da jetzt eigentlich ganz gelungen. Ihr habt ja, oder du hast jetzt keine Europacup-Spiele miterlebt, seit 2013, wenn du dann gekommen bist, aber ein paar Länderspiele gab es ja schon, deutscher Beteiligung. Wie waren da so die Unterschiede jetzt auch zum aktuellen Ablauf in der Champions League? Gab es da große Unterschiede noch? Ja, gibt schon Ähnlichkeiten tatsächlich. Also dieses Thema Neutralisierung ist da so ein bisschen ähnlich. Also da kommt der DFB mit seinen Werbepartnern. Das Stadion wird einmal auf DFB-Look gepackt, auch was die TV-Produktion und ähnliches betrifft. Also da kann man tatsächlich schon sagen, dass das Champions League und Länderspiel, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Insbesondere, weil es natürlich dann auch den zusätzlichen Player sozusagen gibt, mit dem man da dann die Abstimmung auch trifft. Ja. Seit geraumer Zeit finden ja diverse Modernisierungsarbeiten am Stadion statt. Wer begleitet diese Arbeiten eigentlich konkret? Du bist ja da auch mit involviert, richtig?
Wieder indirekt, also tatsächlich Projektmanager für diese Maßnahmen ist der Christian Lenz. Dann ist es insbesondere bei mir in meinem Bereich die technische Abteilung. Also da gibt es unseren technischen Leiter, der Bernd Dörfling, und unseren Bauleiter Kasper Lindhorst. Das sind die beiden, die halt inhaltlich insbesondere natürlich, wenn es darum geht, ein Flutlicht, eine Klimatisierung, eine Beschallungsanlage, dann sind das immer auch sehr, sehr stark technische Themen, die natürlich dann abgestimmt werden müssen. Und es gibt natürlich insbesondere die Dienstleister, die da auch gesteuert und geführt werden müssen, die da ja am Ende die Facharbeit leisten. Ein großes technisches Thema ist ja aktuell auch der Austausch der Dachmembran. Sieht man jetzt so Stück für Stück, werden da die einzelnen Pizzastücke, kann man fast sagen, dann ausgetauscht. Wie laufen da die Arbeiten? Wann sollen die abgeschlossen sein? Bis Ende des Jahres hoffen wir, dass wir da durch sind. Das ist alles ein bisschen natürlich wetterabhängig, dass wenn es zu windig ist, wenn es zu sehr regnet und ähnliches, dann können die Kollegen da oben nicht arbeiten. Wir hatten Phasen im Sommer, wo wir ein bisschen weniger machen konnten, als wir gehofft hatten, als hier so ein bisschen schlecht Wetter war. Jetzt in den letzten Tagen hatten wir eigentlich ganz gut Glück und die Leute und die Kollegen von der Firma Pfeiffer kommen da sehr gut voran. Aber man sieht ja auch, also ich habe jetzt nicht nachgezählt heute, wie viele Felder es genau sind wesentliche Teile auf der Ostseite und ich glaube 3 Membranfelder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heute auf der Westseite, die schon getauscht sind. Aber das heißt ja auch noch, dass noch einiges zu tun ist, weil es 40 Felder. Kann es denn mal passieren, dass bei einem Heimspielbad dann eine Lücke ist, oder guckt ihr schon so, dass ihr, wenn ihr eine abnimmt, auch direkt die neue einbaut? Wir versuchen es. Also es ist die Zielsetzung, zusammen mit dem Dienstleister auch so zu bewerkstelligen. Es kann nur nicht immer garantiert werden, weil dann natürlich wieder Ablaufschwierigkeiten, Wetter und ähnliches dann dagegen sprechen können. Wir müssen jetzt mal schauen, gegen Düsseldorf das nächste Spiel. Ich hoffe, wir haben alle Membranfelder dicht. Ich kann es nicht garantieren. Und es könnte auch das Szenario geben, dass mal eins offen ist. Dann Wettervorhersage ist ganz gut, glaube ich. Das ist, habe ich auch heute schon drauf geguckt. Weil ich habe mich selten so oft mit dem Wetter auseinandergesetzt wie in den letzten Wochen. Also die Fans sollten sich darauf einstellen, dann vielleicht doch mal das ein oder andere Tröpfchen abzubekommen, falls es doch regnen sollte. Die Journalisten vor allem. Die Journalisten auch. Ja, die Pressetribüne haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile. Da sind wir durch. Die ist schon durch. Ja. Gut, dann ist uns eigentlich egal, ne? Wie geht man da eigentlich vor, wenn man das richtige Unternehmen sucht, das dann so eine Dachmembran austauscht? Ist ja nicht so, dass man mal eben um die Ecke geht und das eine Tätigkeit ist, die man im Vorbeilaufen erledigt. Also nach welchen Kriterien wählt man aus und hat man überhaupt eine Auswahl? Insbesondere hat man erstmal einen Planer und ein Planungsbüro, die das oft und häufiger machen als man selber. Ich meine, das letzte Mal, dass wir ein Dach gebaut haben, ist halt 25 Jahre her. Also vor dem Hintergrund braucht man natürlich eine gewisse Fachexpertise, die auch den Markt dann kennen. Und dann ist bei tatsächlich so einem Thema Dachmembran ist der Markt jetzt nicht riesig groß, das stimmt natürlich. Am Ende gab es aber auch da einen Pitch und eine Auswahl und natürlich am Ende auch eine Festlegung. Das ist natürlich ein langer und umfangreicher Kriterienkatalog, der da bewertet wird. Aber am Ende trifft man eine Auswahl und hofft damit richtig zu liegen. Das Thema Stadionsanierung war ja im vergangenen Jahr auch heiß diskutiert, auch in der Bürgerschaft dann zwischendurch mal aufgrund des Geldes, was da von der Stadt auch gegeben wurde. Seid ihr jetzt so im Zeitplan, dass ihr rechtzeitig zur EM dann auch alles fertig habt? Wie ist da so der Plan? Ja, derzeit läuft alles, was wir angefangen haben, sehr gut und wirkt so, als wenn wir da im Zeitplan bleiben könnten. Gegenüber der UEFA haben wir eigentlich die Auflage, bis Ende des Jahres fertig zu sein. Wenn denn mal noch ein paar Nachbesserungsthemen in das neue Jahr rutschen, ich glaube, dann ist das auch für alle Beteiligten okay. Wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich dann im ersten Quartal 2024 für die europameisterschaftsbezogene Maßnahmen dann auch den Daumen heben können, dass alles umgesetzt ist. Henrik hatte gerade ja schon die bisherigen 3 Auftritte in der Bürgerschaft angesprochen. Wenn man dort dabei war, ich war es alle 3 Male, dann ist einem aufgefallen, dass ursprünglich der HSV ja das ein oder andere Ziel noch anders auslegen wollte. Also es gab zumindest den Plan, die ein oder andere Baumaßnahme zu reduzieren. Zum Beispiel hat der Club vorgeschlagen, weniger Toiletten zu installieren, beziehungsweise während der EM provisorische Dixi-Klos vor dem Stadion aufzustellen. Und auch beim verbindlichen Austausch der Klimaanlagen in der Gästekabine sowie im VIP-Bereich wurde nachgefragt, so hieß es jedenfalls, ob auch deutlich günstigere ferngesteuerte Raumkühler eingesetzt werden können. Die beiden Vorschläge sind letztlich abgelehnt worden, wenn sie denn auch wirklich so existierten. Wenn man das jetzt bewertet, könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, der HSV sieht ein bisschen wie der Verlierer der Verhandlung aus mit der UEFA. Vielleicht kannst du einmal aufklären, gab es diese Vorschläge so konkret wirklich und sind sie dann wirklich auch abgelehnt worden?
Also ich war nur bei der dritten mit dabei, mit Erik Hoover. Und ich glaube, da ist, glaube ich, auch das Wesentliche gesagt worden, nämlich das, was wir jetzt tun. Natürlich ist das ein Prozess und ein Weg, wo man sich annähert. Das Thema Toiletten ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass die Tournament Requirements, so heißt der Anforderungskatalog, der ist, was das betrifft, wirklich sehr, sehr ambitioniert und wird auch in anderen Stadien tatsächlich nicht eingehalten. Und auch wir haben dann am Ende einen Weg abstimmen können, der wir glauben, also wir bauen ja tatsächlich 50% zusätzliche Toilettenkapazitäten im Public-Bereich, was, glaube ich, jetzt schon eine sehr, sehr starke Verbesserung sein wird, gegenüber natürlich auch einem Zustand, den wir jetzt haben, der uns ja in den Befragungen, in den Fanbefragungen immer wieder als negativ gespiegelt wird. Also wir verbessern diesen Zustand, glaube ich, signifikant, aber unter dem, was eigentlich in den Tournament Requirements gestanden hat, aber ich glaube, in einem Einvernehmen zwischen sowohl UEFA als auch uns, dass das jetzt ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende ist. Und wie war das mit den Raumkühlern? War das zwischendurch mal ein Thema, dass man vielleicht doch nicht die sehr kostenaufwendige Klimaanlage neu installieren muss? Also tatsächlich muss man natürlich sagen, ihr seid ja nun auch oft genug bei uns zu Gast, dass der Fußballbetrieb findet in Monaten statt, wo man so eine Klimaanlage nicht unbedingt als zwingend notwendig erachten würde. Und ich meine, das ist auch eine nicht unerhebliche Investition, die da jetzt gemacht wird. Wir haben in dem Bereich über temporäre Lösungen nachgedacht oder nachdenken müssen, sind aber schlussendlich auch, was das Thema nachhaltigen Mehrwert für diese Immobilie zu schaffen, zum Schluss gekommen, dass auch das eine dauerhafte Lösung sein muss. Und am Ende die 5, 6 Spieltage, die dann tatsächlich mal davon betroffen sind, und dann kommen noch Konzerte und Ähnliches dazu. Ich glaube, am Ende werden wir uns demnächst alle dran gewöhnt haben und dann darüber freuen, dass auch in den entsprechenden Bereichen dann eine Klimatisierung ist, wo wir bisher auch ohne klar gekommen sind, aber zu einem modernen Stadion, muss man vielleicht auch anerkennen, gehört das auch dazu. PK-Raum fällt mir da auch ein. Vielleicht schönen Gruß an Philipp Lange an dieser Stelle. Ja, da schützt man doch häufiger mal. Und bei der EM kommen ja wahrscheinlich dann auch ein paar mehr Journalisten. Ne? Also da seid ihr darauf vorbereitet. Ja, aber ich glaube, was das Thema betrifft, wird der große Quantensprung nicht kommen. Okay. Das wird der Status quo wird auch nach der EM, glaube ich, jetzt nicht komplett anders sein. Wir schwitzen weiter. Ihr seid aber auch nicht lange da, ehrlicherweise. Okay, wir haben auch noch weniger Aufenthaltszeit als der gemeine VIP-Gast bei uns, also vor dem Hintergrund. Ja. Die Fans freuen sich ja vor allem auf die neuen Sanitäranlagen. Du hast gerade gesagt, um 50% erweitert ihr die Kapazität der Toiletten. Wann wird denn die letzte Toilette fertig sein? Also wann können sich alle Fans darauf freuen, nicht mehr ganz so lange in der Schlange anzustehen? Also auch da ist Ende des Jahres die Zielsetzung. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht auch sukzessive schon erste Bereiche dann in Funktion nehmen können. Also dass jetzt nicht quasi in einem alle freigeschaltet werden, sondern dass es da schon eine sukzessive Möglichkeit gibt, dann bestimmte Bereiche freizugeben. Aber am Abschluss des Projektes wäre auch wieder Ende des Jahres, vielleicht mit ein bisschen Nachbesserung dann noch in 2024. Vielleicht so als letztes Thema, das war auch noch, glaube ich, in der Bürgerschaft ein Thema, die Rollstuhlplätze. Da hieß es auch, dass da noch deutlich mehr gefordert wurden, bis zu 200. Stimmt das und wie weit seid ihr da? Ist ähnlich, also auch da die Tournament Requirements wirklich sehr, sehr hoch. Auch an einer tatsächlichen Nachfrage des HSV vorbei. Also wären sogar über 200 Rolliplätze notwendig gewesen. Auch da einen sehr guten Dialog gegangen mit der UEFA, die selber auch erkannt haben, okay, es muss ja am Ende, macht es ja auch keinen Sinn, jetzt da temporär nochmal 100 einzubauen für die EM, die man dann wieder abbaut. Also wir sind da jetzt zu einem guten Kompromiss bekommen, der jetzt auch noch in diesem Halbjahr umgesetzt werden soll, dass wir dann auf 130 Rolliplätze aufstocken werden und damit auch nah an unserer natürlichen Nachfrage sind, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir dann 260 Rolliplätze demnächst haben, aber die regelhaft leer bleiben, weil einfach nicht genug Nachfrage da ist. Wurde da inzwischen ein Auftraggeber gefunden? Zuletzt war noch der Stand, dass man noch auf der Suche sich befindet. Es ist noch nicht vergeben, meines Wissens, aber also noch nicht komplett. Es sind ja mehrere Gewerke sozusagen, die da eine Rolle spielen. Aber wir sind da in den letzten Gesprächen. Das wird jetzt demnächst fest werden. Ja. Mhm. Ich habe den Bereich Medien ja gerade schon mal angesprochen. Man kennt dann oben auf der Pressetribüne auch von Länderspielen, dass der da erweitert wird. Ist das dann auch so, wie ihr es bei der EM machen werdet, oder
müssen da dann noch mehr Plätze freigemacht werden? Ja, bei der EM ist es tatsächlich so, dass komplette Tribünenbereiche, die jetzt Public-Bereiche sind, ausgebaut werden, also die Stühle ausgebaut werden und dann zusätzliche Medienplätze eingebaut werden. Also die Anforderungen an Medienplätze sind bei so einer EM einiges höher als bei uns im Bundesliga-Betrieb, was dann natürlicherweise auf Kosten der anderen Zuschauenden geht sozusagen, dass man dann Bereiche umwidmet. Und ich kenne auch nur die Erzählungen und die Bilder aus 2006, aber es ist ja dann mehr oder weniger in der Osttribüne so, dass doch wesentliche Bereiche, die jetzt gerade Public-Plätze sind, in Medienplätze umgewandelt werden. Wie hoch ist die? Ich glaube, du wolltest das Gleiche fragen. Ne? Am Ende wisst ihr jetzt schon, wie viele Zuschauer dann für ein EM-Spiel ins Stadion passen? Ungefähr, weil das auch nochmal von vielen Themen abhängt. Also es gibt sogenannte Seat-Kills, also ne, Kamerapositionen, die eingebaut werden, die dann dazu führen, dass Sitze fehlen, aber auch noch Bereiche dahinter sichtbehindert sind, sodass sie nicht verkauft werden können. Und da das alles jetzt noch nicht in ganz, ganz finalen Zügen sind oder Zügen ist, ist es so, dass wir immer noch denken, dass wir um und bei 50.000 sein können. Das haben wir aber auch nicht selber in der Hand, sondern es liegt dann auch am Setup der Euro, auch wo Pitch-View-Studios und Ähnliches eingebaut werden. Also da kommen ja, in der Stadion werden sehr, sehr umfangreiche zusätzliche Installationen eingebracht, die leider meistens auch Plätze kosten. Mit Anglizismen kennst du dich auch mittlerweile aus, ne? Das ist mir selber beim Sprechen aufgefallen, aber das ist tatsächlich dieser Kriterienkatalog ist halt dann auf Englisch und die Gespräche sind auf Englisch, was auch spannend ist, mal wieder auf Englisch arbeiten zu dürfen und zu können, aber was in deutschen Gesprächen dazu führt, dass man irgendwie nicht die richtigen Begrifflichkeiten am Start hat. Ja, ist denn dein eigener Jobtitel noch jetzt so wie vorher auch oder heißt du mittlerweile auch, ich glaube seit der Ära Thomas Wüstefeld, Head of Ich heiße Organization. Leader of Business Unit Operations heiße ich, aber okay. Ja, auch nicht mehr lang, glaube ich. Mal gucken, wie es denn demnächst heißt. Organisations- und Infrastrukturchef klingt erstmal verständlicher. Auch irgendwie spröder, oder? Also. Das stimmt. Jetzt schaut ja die UEFA gelegentlich mal mit einer Delegation vorbei und trifft sich mit Verantwortlichen des HSV. Kannst du ja gleich mal aufklären, ob du da auch mit dabei bist und schaut sich das alles an, wie so die Modernisierungsarbeiten ablaufen. Wie oft finden denn diese Treffen statt und wann ist vielleicht auch das nächste? Nächste Woche, also gutes Timing. Nennt sich englischer Begriff, Working Visit, es ist die Nummer 2. Also das heißt, wir hatten letztes Jahr einen, davor gab es noch einen Erstbesuch, da versuche ich mich jetzt um den englischen Begriff umzuwinden, aber am Ende kommt die UEFA jetzt zum dritten Mal zu uns und schaut sich, und das ist tatsächlich jetzt auch der größte, den wir bisher hatten, also da sind ungefähr 80 Mitarbeiter der UEFA plus nochmal ergänzt um die gleiche Anzahl an Dienstleistern, die dann kommen, und unsere Aufgabe als HSV ist natürlich dann auch die entsprechenden Termine alle mit zu begleiten. Also auch von uns sind dann nochmal locker 30, 40 Personen involviert, die dann mit den Kollegen der UEFA und den Dienstleistern dann versuchen, das Setup soweit festzuzurren und auch wir natürlich dann mit Rat und Tat und Frage und Antwort zur Seite zu stehen, dass wir uns dann immer weiter ranrobben an das endgültige Setup. Wird noch einen weiteren dann nächstes Jahr geben. Und dann ist es aber auch so, dass dann diese Großbesuche nicht mehr sind. Aber wir werden auch ab Anfang Januar permanente Kolleginnen der Euro dann vor Ort haben. Und das wird immer größer werden. Die werden immer weiter aufwachsen und dann irgendwann auch ab April, Mai mit einiges an Manpower vor Ort sein. Wie läuft sowas ab, wenn die mit 80 Leuten vorbeikommen plus nochmal die gleiche Anzahl an Dienstleistern, dann wollen sie ja wahrscheinlich auch ein entsprechendes Programm geliefert bekommen. Also einmal ins Stadion gehen wird wahrscheinlich nicht reichen. Also wie sieht so ein Treffen aus? Wird das dann ja mit dabei? Das Programm strickt tatsächlich die UEFA oder die Euro 2024 GmbH. Das ist ja eine Mischung, also ein Joint Venture zwischen dem DFB und der Euro für dieses Thema. Wir kriegen einen Ablaufplan und ganz viele Agenten zu Terminen, die wir dann zu besetzen haben mit den jeweils relevanten Kollegen bei uns. Und ich habe sehr spannende Themen wie Reinigungsdienst nächste Woche, Parkplatzthemen, also einmal durch den Gemüsegarten tatsächlich. Dadurch, dass ich dann so ein bisschen Lücken fülle, wo vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte dann, weil weiß ich, alle technischen oder anderen Mitarbeiter in anderen Terminen dann sind, bediene ich dann mit die Termine, die so ein bisschen vielleicht noch zusätzlich von jemandem zu besetzen sind, der jetzt per Rolle eigentlich für die meisten Sachen halt Kollegen und Kolleginnen hat, die als Fachexperten jetzt sozusagen dann in die Termine reingehen. Hat die UEFA dann vielleicht sogar so eine Art Gutachter dabei, der dann mit seiner Checkliste durch den Gemüsegarten läuft und einmal die Häkchen macht? Oder? Gutachter, ja, also
Gutachter hört sich so formal an, aber natürlich haben die auch auf ihrer Seite Fachexperten und die haben sehr, sehr viele Teams gebildet mittlerweile. Also da gibt es dann ein Team, das kümmert sich nur darum, dass die richtigen Möbel in den richtigen Räumlichkeiten sind. Das haben wir jetzt als HSV nicht, dass wir natürlich irgendwie mehrere Kollegen haben, die sich nur mit Möbeln befassen, aber natürlich müssen wir so einen Termin dann auch besetzen, dass von den Kollegen, die bei uns mit logistischen Themen, sage ich mal, zu tun haben, dann auch die entsprechenden Ansprechpartner mit dabei sind. Und das zieht sich einmal durch, dass die UEFA natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viele, oder die Euro 2024 geben ja sehr viele Mitarbeiter für die einzelnen Themen hat. Und natürlich viele Fragen hat, die wir dann zu beantworten haben. Bei all diesen logistischen Themen, die es zu berücksichtigen gilt und den Baumaßnahmen, die dann bis Ende des Jahres idealerweise abgeschlossen sein sollen, kann man insgesamt sagen, Hamburg ist bereit für die EM 2024? Glaube ich unbedingt. Also ich fand auch gestern ist das ein tatsächlich gutes Beispiel gewesen. Also wir haben mal grob geschätzt, wenn man jetzt so 1000 Portugiesen waren ungefähr im Auswärtsblock, wenn man jetzt bei den Toren mal geguckt hat, wer so aufgesprungen ist, wird man sagen, da waren vielleicht 4000, 5000, die entweder für Schachtjör oder für Porto, also auch wirklich gehalten haben, vielleicht auch schon ihr Leben lang, aber da waren halt auch 40.000 Hamburger, würde ich jetzt mal sagen, die einfach als neutrale Fußballliebhaber das Spiel angeguckt haben und ja auch für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass diese Stadt Bock auf dieses Turnier haben wird. Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Hamburg ist bereit und der HSV ist bereit, auch für das Spiel jetzt in Osnabrück. Vielleicht kannst du nochmal sagen, du hast gesagt, du warst in Essen dabei. Bist du normalerweise dann auch bei Auswärtsspielen mit am Start? Nicht so häufig. Ansonsten wird meine Frau auch irgendwann den Kopf abreißen und meine drei Kinder sehen mich dann nicht mehr so oft. Die haben mich tatsächlich auch die letzten 3-4 Tage wenig gesehen, weil natürlich viel Champions League war. Osnabrück mache ich jetzt tatsächlich natürlich auch wegen der Nähe und weil ich, wie gesagt, den kaufmännischen Leiter sehr gut kenne. In Elversberg zum Beispiel, das habe ich mir dann erspart. Bin froh, dass ihr denn da habt. Obwohl die Anreise so einfach war. Ja, deswegen habe ich Stefan hingeschickt. Er kam ja aus dem Urlaub wahrscheinlich aus Frankreich. Genau. Hatte ich überlegt, aber hat nicht ganz geklappt. Und nächstes Jahr bei der EM, bist du dann da auch im Einsatz oder ist damit im Prinzip mit der Vorbereitung dann deine Arbeit abgeschlossen? Ich habe noch keine EM gemacht, aber ich werd dabei sein. Alle 5 Spiele. Und ich glaube auch, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit davor und auch währenddessen sein wird. Dann wünschen wir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei den weiteren Vorbereitungen und ja, natürlich dann auch für den HSV. Und vielen Dank fürs Kommen. War sehr interessant, schöne, spannende Einblicke. Genau, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Und tschüss. Genau, wir sind bereit für die nächste Podcast-Folge in der kommenden Woche vor dem Topspiel gegen Düsseldorf dann. Und bis dahin in Hamburg sagt man tschüss, so wie Stefan gerade schon. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.